Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal an, welche Cashback-Karten ich so nutze. Viel Spaß beim Schauen. Cashback-Karten gibt es ja inzwischen wirklich wie Sand am Meer und du wirst dir natürlich die Frage stellen, welche Karte ist die richtige. Es gibt sehr viele Vergleichsvideos und die sind auch mal besser, mal schlechter. Ich habe auch einige gemacht. Am Ende des Tages kommt es natürlich immer darauf an, was ist einem wichtig und dementsprechend ist für den einen die eine Karte besser, für den anderen vielleicht doch die andere Karte besser und ich möchte dir heute einfach mal aufzeigen, welche Karten ich nutze und aus welchen Gründen und dann kannst du vielleicht auch für dich da ein wenig Licht ins Dunkle bringen, falls du noch hier Fragen hast, welche Karte soll ich nehmen oder du überlegst seit längerem, dass du noch dein Portfolio erweitern möchtest, dann hast du jetzt hier die Möglichkeit einfach mal zu sehen, was ich so nutze. Bei dem Video geht es nicht um ein Ranking, sondern jede Karte hat ihren eigenen Anwendungsbereich. Ich möchte dir einfach mal aufzeigen, wie ich das Ganze nutze und da beginnen wir heute mit NagaPay. Du findest natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung, da kannst du mich unterstützen. Du profitierst aber mindestens genauso, weil du meistens die gleichen Konditionen auch bekommst und so ganz einfach dir ein wenig was dazu verdienen kannst als Startguthaben und dementsprechend finde ich, dass das Ganze eine faire Möglichkeit ist. Ich werde nicht gesponsert, das sind wirklich die Karten, die ich gerne nutze. Die Gründe werde ich dir natürlich gleich aufzeigen. Du siehst hier NagaPay, es gibt bis zu 3% und du musst hier aber selbst entscheiden, welchen Tarif du haben möchtest. Bei dem kostenlosen gibt es leider nur 0,5%. Das Schöne aber an der Geschichte ist wirklich, dass du das Cashback in Bitcoin ausgezahlt bekommst. Das ist eher seltener der Fall, ist aber für mich doch was sehr Interessantes, weil gerade bei den meisten bekommst du Cashback in der hauseigenen Währung und du musst dann hoffen, dass die hauseigene Währung aus welchen Gründen auch immer hochgeht, damit du im besten Fall profitierst. Wann nutze ich NagaPay? Meistens ist es einfach nur so eine Karte, die ich mal aus Spaß benutze, die ist hinterlegt. Wenn ich mal irgendwas zahlen möchte, dann bezahle ich damit Kleinigkeiten, ob es beim Bäcker ist oder vielleicht was anderes Kleines. Aber hier sind eigentlich selten mehr als 100 Euro drauf. Das ist so eine kleine Backup-Karte. Hin und wieder wird sie mal genutzt. Meistens verstaubt sie irgendwo hinten in der Apple Pay-Liste. Wie gesagt, es ist immer praktisch, die Karten zu haben. Zu nutzen ist natürlich dann die andere Geschichte. Aber wir kommen auch jetzt schon zur nächsten Karte und die wird dich vielleicht ein wenig überraschen. Das Ganze ist keine Kryptokarte, sondern die American Express Platinum Card. Warum nutze ich die Karte? Ich habe sie dir bereits vorgestellt. Für mich hat sie sehr viele Vorteile. Du hast sehr viele Versicherungen, du hast sehr viele auch Geldwerte-Vorteile, wie zum Beispiel, dass du 120 Euro Entertainment-Guthaben bekommst, das, was wir früher von Crypto.com zum Beispiel kennen, dass du Netflix, Audible, aber auch Wow TV, so wie ich es nutze, kostenlos bekommst, beziehungsweise 10 Euro zurückerstattet bekommst. Alles darüber hinaus musst du immer noch selbst zahlen. Wenn also der Tarif 12,99 kostet, dann bekommst du 10 Euro erstattet und 2,99 musst du selbst bezahlen. Ist eine faire und runde Geschichte, ist somit für mich auch sehr interessant, weil du natürlich auch die Membership Rewards Punkte sammelst. Mit diesen kannst du Prämien einlösen, was meistens Quatsch ist, aber du kannst günstiger fliegen, du kannst auch upgraden zur Business Class oder zur First Class. Und vieles mehr, da kann man wirklich ein eigenes Video drüber drehen, wenn du da Fragen oder sonst was hast. Es gibt schon bereits Videos, wenn du trotzdem immer noch Fragen hast, gerne unten reinschreiben oder auch in der Gruppe mal nachfragen. Diese 100 Euro als Startguthaben würde ich an deiner Stelle nicht nehmen, denn die sind gebunden an 6 Monate, einen Umsatz von 10.000 Euro haben. Meistens, ich schau mal, ob das ist, das findest du aber wie gesagt unten in den Kommentaren, auch die Möglichkeit Membership Rewards Punkte zu bekommen. Oftmals gibt es das Angebot, wo du 60.000 oder sogar 80.000 Membership Reward-Punkte bekommen kannst und das umgerechnet sind circa 2.000 bis 3.000 Euro. Dementsprechend schau, was ich dir unten anbieten kann, denn meistens ist es besser, wenn ein Kunde den Kunde wirbt, als wenn du das hier über die Website. Wie du aber sicherlich mitbekommen hast, wird die American Express-Karte nicht in jedem Geschäft akzeptiert. 92% der Fälle, wie zum Beispiel an den ganzen Tankstellen, im Aldi, im Lidl, im Edeka, im Rewe und auch bei Payback zum Beispiel, aber kleinere Geschäfte oder auch kleinere Restaurants bieten das Ganze aufgrund der höheren Gebühren nicht an und da braucht man dann eine Alternative. Da nutze ich zwei Stück. Einmal zum Beispiel
hier die Crypto.com-Karte. Ich weiß, sehr viele lieben sie. Ich habe sie auch behimmelt, aber sie ist über die Jahre leider doch deutlich schlechter geworden. Inzwischen gibt es bei der Jade Green, welche ich habe, nur noch 2%. Klar, man kann es über die Rewards ein wenig aufstocken. Wenn du nicht weißt, was diese Rewards sind, ich habe es in einem Video erwähnt oder vorgestellt, da kannst du es dir gerne mal anschauen. Wenn da trotzdem immer noch Fragen sind oder ich das mal aufzeigen soll, was das kostet und ob es sich lohnt, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann kommt natürlich auch dazu noch ein Video. Man muss aber auch sagen, über die Zeit durch den ganzen Supercharger, Earn, Cashback und Co. habe ich inzwischen einiges an Kronos Münzen gesammelt und möchte nicht unbedingt noch mehr Kronos Münzen haben. Klar, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber hier hast du auch eine Debitkarte, was wiederum heißt, die Karte muss aufgeladen sein. Wenn du also nur 200 Euro hast, aber 250 Euro brauchst, dann schaust du eben in die Röhre. Nichtsdestotrotz nutze ich die Karte gerne, sie ist auch bei PayPal hinterlegt, es ist alles tipptopp, funktioniert sehr gut, nutze ich sehr gerne, aber meistens fällt es dann doch auf Nexo zurück, denn hier bekommst du mit der Karte wunderschöne 2%, wenn du möchtest auch einen halben Prozent in Bitcoin, aber da lohnen sich die 2% für mich mehr, weil du hier die Möglichkeit hast, erst zu zahlen und dann deine Rechnung zu begleichen, was mich einfach flexibler sein lässt. Und das ganz Schöne an der Geschichte ist einfach die Möglichkeit mit dem Earn. Wenn du dir das mal anschaust, bis zu 16% Platinum, deswegen auch gerne diese 2%, denn alle Währungen, die du dort liegen hast, da bekommst du Prozente drauf. Die bekommst du auch täglich ausgezahlt, das heißt zum Beispiel 16% pro Jahr, aber auf den Tag ausbezahlt, und das ist doch eine schöne Geschichte. Jetzt denkst du dir, 16% ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist fast möglich, aber wenn man das realistisch sieht, dann würde ich jetzt einfach mal von den 11% ausgehen, weil die flexibel sind. Du kannst sie jederzeit verschieben. Du bekommst es auch in USDT ausgezahlt und nicht in Nexo, wo es dann zum Beispiel 2% mehr gibt. Und wenn du das Ganze an einen Zeitraum bindest, sogar noch 3% mehr. Aber ich würde jetzt einfach mal mit den 11% ausgehen. Das heißt, wenn du ein Jahr lang 100 Dollar in USDT rumliegen lässt, dann hast du am Ende des Jahres 111 USDT. Und durch den Zinseszins steigt das Ganze dann doch recht schnell. Und sogar bei Euro gibt es 7%. Das gibt es aktuell so nirgends. Deswegen Nexo wirklich ein sehr interessantes Unternehmen. Schau da gerne mal vorbei. Wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das sind so die Karten, die ich nutze. Wie gesagt, meistens die American Express. Und dann je nachdem, was ich vorhabe, wo ich bin und welche Karten angeboten oder unterstützt werden, dann eben Crypto.com oder Nexo. Alternativ manchmal auch die Payback-Karte. Aber dazu gerne mal ein separates Video, denn die ist eigentlich nur da, damit die Punkte nicht verfallen, wenn ich irgendwo irgendwas kaufe und die Punkte sammel. Natürlich, jetzt fragen sich viele, was ist los mit der besten Karte auf dem Markt, und die Rede ist natürlich von der Plutus-Karte. Wie du sicherlich mitbekommen hast, ich kann sie nicht nutzen. Warum auch immer bin ich dort gesperrt. Ich habe es schon mit verschiedenen Möglichkeiten probiert. Es ist einfach für mich nicht möglich, sich dort anzumelden. Es ist sehr schade. Für den einen oder anderen wird die Karte aber definitiv eine sehr gute Möglichkeit und eine sehr gute Wahl sein, weshalb es sich lohnen kann, diese Karte zu nutzen. In dem Sinne hoffe ich, das Video hat dir gefallen, vielleicht auch ein bisschen geholfen, eine Entscheidung zu finden, welche Karte für dich die richtige ist. Vielleicht hast du eine neue Karte kennengelernt und kannst dich da ein wenig reinlesen. Aber bedenke stets, das Ganze ist weder eine Anlageberatung noch eine Anmeldeberatung noch sonst irgendwas, und du musst immer noch selbst entscheiden, wie du hier vorgehen möchtest, welche Karte du nutzen möchtest und so weiter. Dementsprechend freue ich mich über ein Feedback in den Kommentaren und eine Bewertung, und wir sehen uns dann zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.